Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Freunde, heute geht es um Folienschweißgeräte. Und das ist mein altes Folienschweißgerät. Und ja, lief eigentlich bisher immer ganz gut. Aber in der letzten Zeit hat er dann doch angefangen, Probleme zu machen. Was ist passiert? Ja, wie lange benutze ich das? 1, 2 Jahre, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und ja, in der letzten Zeit fing er dann irgendwie die Beutel nicht richtig zuzuschweißen. Oder teilweise war es dann zu heiß und es verschmolz miteinander. Wurde nicht ganz dicht und so weiter. Also dachte ich mir, dann bestelle ich mir hier mal so ein neues Teflonband. Ne? Hab dann das Band ausgewechselt, aber das Ergebnis war trotzdem nicht zufriedenstellend. Also dachte ich mir, ich muss da irgendwas machen, weil ich kann ja nicht irgendwie einen Beutel dreimal zuschweißen, bis ich da eine vernünftige Naht zusammen habe. Ne? Weil es in letzter Zeit auch ein bisschen mehr geworden ist mit dem Schweißen. Ja, dann habe ich mir gedacht, das Ding war ja eigentlich gut, bestelle ich mir einfach das gleiche Teil nochmal. Kostet jetzt auch nicht die Welt, um die 37, 40 Euro, so um den Dreh. Also nochmal bestellt und da habe ich ein Montagsgerät erwischt, das ich auch schon heute wieder zurückgeschickt habe. Naja, wie auch immer, vor 2 Tagen habe ich mir ein neues Gerät gekauft, das zeige ich euch gleich, aber nochmal zu dem alten. Ja, im Großen und Ganzen kann man eine ganze Zeit lang damit gut arbeiten, hat natürlich Vor- und Nachteile. Man hat hier ordentlich Bewegungsfreiheit und ist nicht eingeschränkt. Das ist ein 30 cm Folienschweißgerät von der Länge her, von der Fläche her. Die gibt es aber, soweit ich weiß, auch nochmal mit 40 cm Fläche. So, ansonsten ganz einfach. Du drückst hier drauf, das Ding heizt für den Zeitraum, was man hier eingestellt hat, ne? Von 1 bis 8. So, und je nachdem, wie dick der Beutel und so weiter, stellt man das dann ein, läuft. Okay, das Problem ist aber, dann drückt man drauf, dann wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit, ja, ist diese Oberfläche halt nicht mehr genau gleich, dann ist eine Seite ein bisschen zugeschweißt, die andere Seite ist noch ein bisschen offen geblieben und so weiter. Und dann fängst du an, hier an diesen Stellen zu drücken, ne? Genau da, wo der Beutel liegt. Ja, es kommt nie immer das gleich gute Ergebnis bei raus, ne? Je nachdem. Und dann, wenn, sag ich mal, wenn du 10 Beutel hintereinander verschweißt hast, dann hat der schon eine gewisse Grundtemperatur. Ja, und dann musstest du eigentlich die Zeit verkürzen, damit er nicht zu lang heizt und der Beutel dir nicht wegschmilzt und so weiter. Naja, wie auch immer, kann man machen, gerade für den Anfang und für eine gewisse Zeit. Aber ja, ich habe da ein besseres Gerät erwischt. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So, das ist er. Das ist das neue Gerät, das ich mir gekauft habe. Ihr seht schon, man hat hier auch die Möglichkeit zu vakuumieren. Das heißt, man kann hier nur verschweißen, trocken oder feucht. Dann Pulsvakuum oder Vakuum und verschweißen. Ja, preislich liegen die ziemlich beieinander, das heißt auch so um die 40 Euro. Der ist, glaube ich, sogar noch 1, 2 Euro günstiger, aber das kann sich ja nach der Zeit auch immer wieder ändern. Ansonsten, ja, es ist das gleiche Prinzip. Wir haben auch hier 30 cm Verschweißfläche, sage ich mal. Ja, wenn man will, kann man dann auch hier Vakuum ziehen, wie gesagt, ne? Aber das stört uns nicht weiter, diese Funktion bei der Pilzzucht. Denn wir können ja, wie gesagt, hier nur Verschweißen auswählen und wenn hier in diesem Bereich nichts ist, dann zieht ihr auch kein Vakuum. Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumgeschweißt. Sieht gut aus und das zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, ansonsten bin ich erstmal zufrieden damit. Ja, lebenslang wird der auch nicht halten. Hier werde ich dann auch, wenn es mal soweit sein sollte, das Band versuchen zu wechseln. Aber ja, ich denke, dass man kann eine ganze Weile damit verschweißen, ohne dass man jetzt da irgendwas austauschen muss. Ja, was soll ich hier noch großartig dazu sagen? Macht seinen Job. Gute Schweißnaht, große, schöne Schweißnaht. Und 10 Vakuumbeutel waren auch noch mit dabei. Damit werden wir natürlich ein paar Experimente starten, keine Frage. Und dann will ich euch mal zeigen, was der Kollege so macht. So, dann kann es im Prinzip losgehen und was ich euch raten würde, zumindest habe ich gemerkt, das ist besser, eine Runde fahren ohne Beutel, das heißt zurasten, auf Heizen drücken, damit sich das Teflonband und dieses Metalldraht einmal vorheizt, ansonsten kann es sein, dass die Schweißnaht nicht zu 100% überall gleichmäßig ist. Er hat gepiept, ist fertig, also können wir jetzt hier an den Seiten diese beiden Knöpfe drücken. Klack, entrastet er, machen wir auf. Jetzt hat sich das schon ein bisschen vorgeheizt. Jupp. Schnappen uns unsere Mikrofiltertüte, wählen die Position aus. Ich mache jetzt mal diesen hier. Und dann klappen wir wieder zu. Einrasten, heizen, kurz warten, bis er piept. Ich denke auch, die Abkühlzeit ist mit in dieser Phase mit drin.
dauert ein paar Sekunden und fertig. Entriegeln, aufmachen. Jetzt klebt er oben fest. Da würde ich euch empfehlen, dann vorsichtig von einer Seite anzufangen und dann so abzuziehen. Zack. Und fertig. Komplett zu. Also es ist definitiv dicht. Das zeige ich euch jetzt einmal. Na, schaut mal. Die ist komplett dicht. Kann ich ziehen, wie ich will. Und ich ziehe jetzt wirklich schon übertrieben. Ne? Dicht. Da kommt nichts rein, da geht nichts raus. Top. Ja, und darum geht es uns. Ne? Was hilft uns irgendwie 90 Minuten lang zu sterilisieren, wenn die Schweißnaht dann später aufplatzt und das Ding nicht dicht ist? Ne? Und dann kriegen wir irgendwoher wieder eine Kontamination. Und du brauchst ja auch nicht gucken, dass du irgendwie gleichmäßig drückst oder irgendwo da zu doll oder zu wenig. Zeit einstellen hast du alles nicht. Ne? Und das Gleiche zeige ich jetzt nochmal mit einer Kleintüte. So, das Ganze nochmal mit der Kleintüte. Genau das Gleiche. Reingeschmissen. An den Seiten verriegeln. Heizen und abwarten. Fertig, entriegeln. Und die Tüte abziehen. Dicht. 100%. Fette Schweißnaht. So muss das sein. Das zeige ich euch hier auch nochmal. Das ist noch nicht mal abgekühlt richtig. Also elastischer. Aber ich ziehe da jetzt wie ein Bekloppter dran. Dicht. Prozent. Ja, ich bin zufrieden. Wie gesagt, ist jetzt kein Ultra-Profi-Gerät, aber für den Preis bzw. für den gleichen Preis wie das alte Gerät, da nehme ich auf jeden Fall lieber diesen hier. Ja, Freunde, das war's. Ich werde natürlich jetzt meine Erfahrungen damit machen in der Praxis. Ich habe ihn heute erst bekommen, habe die Schweißnahten gesehen und bin jetzt schon zufrieden. Und ich denke, ja, war eine gute Entscheidung. Ich werde damit einiges ausprobieren und dann gibt es damit auch noch natürlich weitere Videos bzw. erzähle ich euch dann von meiner Erfahrung. Falls ihr euch entschieden habt bzw. ja, falls ihr auch das gleiche teilen holen wollt oder wechseln wollt, wie auch immer, verlinkt auf pilzwunder.de unter der Kategorie Ausrüstung. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao!